PET-Scan durch? Nein. Kommen Sie wegen meiner Gefühle? Die habe ich in meiner anderen Hose gelassen. Das hier ist ein Empfehlungsschreiben. Ich bewerbe mich für einen Job an der Penn. Oh, vielen Dank fürs Schreiben. Mein Urteil wurde sicher vortrefflich formuliert. Danke fürs Unterschreiben. Das erspart mir das Fälschen Ihrer Unterschrift. Halten Sie sich von Weiss fern. Der weint mit seinen Patienten und hält ihnen die Hand, wenn sie sterben. Vergessen Sie den. Er wird Sie nicht mögen, Ihre neu entdeckte Nonchalance gegenüber Krebs. Ich dachte, Ihnen würde sie gefallen. 20 Sekunden. Ziemlich gut. Wofür? Die Geschwindigkeit Ihres Wandels von knallhart zu menschlich. Sie wollen wirklich weg? Wenn Sie weg sind, macht es für mich keinen Sinn mehr. Noch bin ich nicht tot. Was wird das jetzt? Na, es tönt Sie wahrscheinlich irgendwie an. Irgendwie nuttig, erst küssen, dann abstechen. Sie haben ihn erwidert. Sie sollten nicht sterben, ohne das Gefühl gekannt zu haben. Keine Frau sollte sterben, ohne zu wissen, wie das schmeckt. Wir wollen doch nur ein paar Tropfen Blut. Foreman und Chase kommen mir nicht so nahe wie Sie jetzt, da ich Sie durchschaut habe. Da unten ist eine Schwester, die ihren Job riskiert, weil sie ihre Blutproben klauen will. Ich bin Patient Nummer 020406 und zwar unter dem Namen Luke and Laura. In der Dokumentation finden Sie ein Röhrchen Blut, CT-Scans, MRTs, Liquorbefund, alles, was nötig ist. Falls Sie noch eine Spermaprobe brauchen, kommen Sie ohne Nadel wieder.